Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Insha'Allah ta'ala setzen wir heute unsere Reihe fort über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten letzte Woche über einen Themenkomplex der kleinen Zeichen gesprochen gehabt. Und zwar haben wir uns damit beschäftigt gehabt, dass die mit den Zeichen beschäftigt gehabt, die darauf hindeuten, dass die Religiosität nachlassen wird. Und dass die Menschen die Religion teilweise nur noch oberflächlich und äußerlich praktizieren werden. Wir haben erwähnt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Menschen in die Moschee kommen, ohne darin zu beten. Dass Moscheen teilweise nur errichtet werden, um damit anzugeben und zu prahlen. Dass die Masahif nur hergestellt werden, um mit ihnen zu prahlen und sozusagen verziert werden und es nur noch darum geht. Wir haben also verschiedene Aspekte angesprochen gehabt, welche alle darauf hindeuten, dass die Menschen die Religion vielleicht noch praktizieren, aber nicht mehr den Geist des Glaubens umsetzen in ihrem Leben, sondern es nur noch, wenn überhaupt, um die Äußerlichkeiten geht. Und deswegen hatten wir auch erwähnt gehabt, dass zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, dass man die Religion nur noch erlernt für die Dunya und nicht mehr für Allah subhanahu wa ta'ala. Also alles Äußerlichkeiten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt also, dass vor dem jüngsten Tag sich dieses Phänomen breit machen wird. Und heute, insha'Allah ta'ala, sprechen wir über einen weiteren Themenkomplex der kleinen Zeichen. Und zwar über die sich ausbreitende Sittenlosigkeit. In unterschiedlichen Überlieferungen hat unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen gehabt, dass diese Stunde nicht beginnen wird, ehe sich die Sittenlosigkeit unter den Menschen ausbreiten wird. Und zwar in einer Form, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben. Dass es Sittenlosigkeit gibt und auch gab, das ist klar. Es gab immer Menschen, welche vom richtigen Weg abgekommen sind. Und Allah Ta'ala, er hat ja deswegen auch den Koran offenbart und immer wieder auch aufgezeigt, dass bestimmte Handlungen wie Sinna Fahscha sind. Und Fahscha ist etwas, was offensichtlich schlecht ist. Was offensichtlich sittenlos ist. Was offensichtlich falsch ist. Was abstoßend ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns auch gleichzeitig aufgezeigt, wie wir uns vor dem Fahscha schützen können. Nämlich durch eine intensive Beziehung zu unserem Schöpfer. Allah ta'ala, er sagt in Surat al-Ankabut, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salah. Verlies, was dir an Buch offenbart wurde. Und verrichte das Gebet. Und dann heißt es, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält von Fahsha' ab und Munkar. Fahsha', diese offensichtlichen Sittenlosigkeit und abscheulichen Taten. Und Munkar. Und Übel. Also Übel, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Und Fahscha, etwas, was abstößlich ist und was eigentlich jeder Mensch, der eine gesunde Fitra hat, ablehnen würde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt in mehreren Überlieferungen darüber erstmal allgemein berichtet, dass vor dem jüngsten Tag sich der Fuhsch verbreiten wird, diese Sittenlosigkeit. So heißt es in folgender Überlieferung, die auch authentisch ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, überliefert von Abu Huraira radiyallahu anhu, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer in dieser Art und Weise geschworen, um nochmal aufzuzeigen, wie abhängig der Mensch von Allah Ta'ala ist. Das ist ein schöner Schwur, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele ist. La taqumu as-sa'atu hatta yadhhar al-fuhsh. Die Stunde wird nicht eher beginnen, bis die Sittenlosigkeit sich verbreitet. Ehe die Sittenlosigkeit sich verbreitet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier ganz allgemein von Sittenlosigkeit. In anderen Überlieferungen geht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ins Detail. Und er zeigt uns auch, was genau geschehen wird. Wir werden gleich darauf eingehen, inshallah ta'ala. Zunächst erst einmal muss es aber klar sein, dass all dies natürlich auch was bedeutet. Es bedeutet, dass es zu einer Fitne wird, sogar für die Menschen, welche eigentlich versuchen, sich davon fernzuhalten. Zu einer Versuchung wird, einer schwierigen Versuchung, einer großen Herausforderung. Weil wenn sich nämlich diese Dinge verbreiten in der Gesellschaft und öffentlich werden, dann beeinflusst es automatisch auch die anderen Menschen, selbst diejenigen, die eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Und die Philosophie des Islam bei solchen Dingen ist, sie können geschehen, es ist nicht gut, dass sie geschehen, sie können geschehen, aber wenn sie geschehen, dann sollten sie im Geheimen geschehen. Und deswegen, der Islam ist überhaupt nicht darauf aus, irgendwelche Menschen bloßzustellen. Wenn ich jemanden sehe, beispielsweise der Zina macht, dann sollte ich was tun als Muslim? Ich sollte Satr machen, das bedecken. Ja, ich dürfte es nicht einmal erwähnen, wenn ich nicht noch 3 weitere Zeugen habe. Ich dürfte es nicht mal erzählen. Also wenn ich jemanden anklagen sollte, vor Gericht sogar, oder beispielsweise, ich würde ein Gerücht verbreiten, dass jemand Zina gemacht hat, ob Mann oder Frau. Was würde dann geschehen? Wenn mich jemand anklagen würde, und sagen würde, ich würde hier Verleumdung betreiben. Und zwar auf Arabisch Qadhf. Und der Richter könnte das nachweisen, dass ich es wirklich getan habe. Ich habe jemanden beschuldigt oder ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass jemand Zina begangen hat. Und ich habe keine Zeugen dafür. Was würde geschehen? Ausgepeitscht vom Richter. Wenn es nicht stimmt. Ja, ausgepeitscht wie oft? Ich glaube 80 Peitschenhiebe. 80 Peitschenhiebe. Ist ja fast genauso viel wie derjenige, der Zina selbst gemacht hat. Subhanallah. Jemand, der Zina macht, ja, wenn er nicht Muhsan ist, wenn er nicht Muhsan ist, also nicht verheiratet ist, bekommt er 80 Peitschenhiebe. 100 Peitschenhiebe. 100 Peitschenhiebe. Und jemand, der jemanden anderen verleumdet, ohne dafür Belege zu haben, selbst wenn er es gesehen haben sollte, selbst wenn es stimmen sollte, aber er kann es nicht belegen. Indem man nämlich noch 3 weitere Zeugen bringt. Die müssen männlich sein, die müssen es genau gesehen haben. Die müssen auch gesehen haben, dass es Zina ist. Nicht einfach nur, dass Mann und eine Frau zusammen gewesen waren, sondern sie müssen das wirklich gesehen haben. Der bekommt fast eine genauso hohe Strafe nach islamischem Recht wie derjenige, der Zina gemacht hat. Was ist also die Philosophie des Islam? Worum geht es dabei? Das heißt mit anderen Worten, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Islam nicht die Menschen bloßstellen möchte, sondern es geht darum, dass solche Dinge sich nicht in der Gesellschaft verbreiten sollen. Das ist das, worum es geht. Dass es passieren kann, natürlich, es wird immer passieren. Es gab es auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Es gab es unter Sahabe. Aber am Ende geht es worum? Es geht darum, es soll sich nicht in der Öffentlichkeit verbreiten. Aber wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, werden Zeiten erleben, und wir erleben gerade diese Zeit, da gibt es gar keine Zweifel daran, wo diese Sittenlosigkeit sich in der Öffentlichkeit verbreiten wird. Wo man kein Problem mehr damit haben wird, dass so etwas geschieht, im Gegenteil, wo das sogar noch moralisch sein soll. Und das ist natürlich was, das ist eine Form von Fitna. Eine gewaltige Form von Fitne, von Versuchung, auch für die Menschen, welche versuchen, davon fernzubleiben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ebenfalls hierüber in verschiedenen Überlieferungen gesprochen. Das gehört ebenfalls zu den Zeichen des jüngsten Tages. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird eine Zeit kommen über die Menschen, wo derjenige, der an seiner Religion festhält, so ist wie jemand, der ein glühendes Stück Kohle in der Hand hält. Einfach dieses Bild mal vor Augen halten. Wer von uns erträgt es, ein glühendes Stück Kohle in der Hand zu halten? Kaum einer. Es ist unglaublich schwierig. Es schmerzt, es tut weh, es brennt sich in deine Haut hinein. Und genauso auch wird es eine Zeit geben, wo derjenige, der versucht, an seiner Religion festzuhalten, genau dasselbe verspüren wird, so als würde er ein glühendes Stück Kohle in der Hand halten. Das ist unglaublich schwierig. Es ist nicht einfach. Und einer der Gründe ist, dass überall um ihn herum sich diese Versuchungen verbreiten, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen spricht und die wir gleich noch ausführlich sehen werden, inshallah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einer anderen Überlieferung, es wird eine Zeit kommen, wo ein Mann vor dem Grab seines Bruders stehen wird und sagen wird, wäre ich doch an deiner Stelle. Subhanallah. Also hätte ich doch in einer Zeit gelebt, wo es nicht diese vielen Fitten gab, wie in unserer heutigen Zeit. Ich meine, wer nach Fitten suchen möchte, der wird sie immer finden, egal in welcher Gesellschaft. Egal wie muslimisch die Gesellschaft ist, jemand, der sündigen möchte, der wird auch einen Weg finden zu sündigen. Aber in einer Gesellschaft, wo diese Dinge nicht so verbreitet sind, ist es weitaus leichter für einen Menschen, der versucht, sich an die Gebote Allahs zu halten, diese auch in seinem Leben umzusetzen. Und deswegen muss ich so sehr aufpassen als Muslim vor diesen Dingen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Weil jeder von uns ist diesen Dingen ausgesetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns aufgezeigt, wie sehr diese Versuchungen unsere Herzen beeinflussen können. Weil das ist das Gefährlichste von allem, dass sie unser Herz beeinflussen. Weil der Herz ist das Herzstück unseres Imans. Das Herz ist der Motor unseres Körpers. Und er bestimmt auch, in welche Richtung wir gehen, in welche Richtung wir uns als Menschen bewegen. Ala wa inna fil jasadi mudra, wahrlich, im Körper befindet sich ein Fleischklumpen. Idha fasadat fasada al-jasadu kulluh, wa idha salahat salaha al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Dieser Fleischklumpen, wenn er gut ist, so ist der gesamte Körper gut. Wenn er schlecht ist, so ist der gesamte Körper verdorben und schlecht. Wahrlich ist es das Herz. Und hört euch mal jetzt folgende Überlieferung an, die ist unglaublich. Schon öfters mal erwähnt in verschiedenen Kontexten, aber sie zeigt noch einmal, subhanallah, wie gefährlich es ist, sich solchen Versuchungen auszusetzen und wie sehr ich als praktizierender Muslim gerade in dieser Zeit, wo sich die Versuchungen verbreiten um mich herum, noch mehr auf mich selbst aufpassen muss. Noch mehr auf mich selbst aufpassen muss. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Die Versuchungen, sie werden dem Herzen vorgestellt. Genauso wie ein Stück von einer Matte. Diese Stäbe, oder wie nennt man, ich vergesse immer, wie heißen diese, so eine Strohmatte? Wie heißen diese Teile? Die einzelnen, die man, Fasern. Was? Fasern, ja, wie eine Faser in der Strohmatte, barakallahu fik, ja, die ich benutze, um sozusagen solch eine Strohmatte dann auch herzustellen. Was passiert, wenn ich auf einer Matte schlafe, auf einer Strohmatte? Was passiert dann? Es bildet sich ein Abdruck auf meiner Haut. Und genauso auch diese Versuchungen, sie führen dazu, dass sich ein Abdruck auf meinem Herzen entsteht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam will uns das bildlich vorstellen. Das heißt, jede Fitne, jede Versuchung hat automatisch auch was? Hat automatisch auch einen Einfluss auf mein Herz. Ob ich will oder nicht. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ Nuktatun Sauda. Welches Herz auch immer diese Versuchung aufsaugt, aufnimmt, bereit ist, sie in sich zu lassen, erhält einen schwarzen Punkt. وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ. Und welches Herz auch immer diese Versuchung ablehnt, erhält einen weißen Fleck. حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ. Bis man plötzlich zwei Arten von Herzen hat. قَلْبٌ أَبْيَضٌ مِثْلُ الصَّفَى فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَدَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ein weißes Herz, wie ein glatter Stein. Keine Fitne wird ihm schaden, solange Himmel und Erde bestehen. Subhanallah. Alles, ja, gleitet ab. Wie so einem glatten Stein. Ja, alles gleitet ab, subhanallah. Und dann, وَقَلْبٌ أَسْوَدٌ. Und ein schwarzes Herz. Murbad, leicht durchströmt durch etwas Weißes. Also an manchen Stellen noch grau. Man kann auch dieses Weiße unter dem sozusagen darunter sehen, aber es ist überdeckt. Es ist überdeckt durch diese schwarze Schicht. Kalkusi Mujachiyya. Wie eine Schüssel, die auf den Kopf gestellt ist. Oder die schräg angewinkelt ist. Ich habe einen Teller, einen tiefen Teller, ja, und ich winkel ihn an. Was passiert, wenn ich Fett hineingieße? Es fließt immer wieder raus. Kalkusi Mujachiyya. Es bleibt nichts haften. Nichts Gutes bleibt haften. فَلَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. Dieses Herz wird nichts Gutes erkennen und nichts Schlechtes verwehren, außer das, was es durch seine Neigung aufgesaugt hat. Das heißt, der einzige Maßstab für diesen Menschen ist was? Die Neigung. Das, was mir gefällt, das nehme ich und das ist gut, und das, was mir nicht gefällt, das ist schlecht. Mit anderen Worten, Zina gefällt mir, also muss Zina gut sein. Warum soll ich Zina praktizieren, wenn das auch alle machen? Warum soll ich nicht meine Jugend ausleben? Hat den anderen auch nicht geschadet. Ja, viele denken wirklich so. Es gibt auch viele Muslime, die so denken. Viele Muslime, die so denken. Genau so. Bei manchen ist es eher so dieses Macho-Verhalten. Ja? Ich bin Mann, ich kann machen, was ich will. Meine Frau muss aber, wie gesagt, Jungfrau sein. Ja, bei ihnen ist es dieses Macho-Verhalten. Ich kann leben, wie ich will, machen, was ich will. Aber wenn es dann um meine Frau geht, da ist der Islam wichtig. Subhanallah. Ja? Also, es kommt immer worauf an? Es kommt immer darauf an, wie ich eingestellt bin. Ja? Das ist meine Einstellung. Also ist das richtig. Und muss richtig sein. Und das ist das Gefährliche, meine lieben Geschwister. Das ist das Gefährliche auch unserer heutigen Zeit. Diese Fitten, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht, sie beeinflussen unser Leben, sie beeinflussen unser Herz. Und deswegen muss ich gerade in unserer heutigen Zeit so sehr darauf Acht geben, dass ich diesen Fitten nicht verfalle. Und die Fitten und dieser Fursch, er ist so extrem, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, so verbreitet, dass derjenige, der sie nicht praktiziert, als ein Schwächling angesehen wird. Hört euch mal, subhanallah, folgende Überlieferung an. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ya'ti alaykum zamanun yukhayru fihi ar-rajulu bayna al-'ajzi wal-fujur." Allahu akbar. Es wird eine Zeit kommen, wo ein Mann vor die Wahl gestellt wird. Entweder du bist ein Schwächling, ja, wenn du es nicht machst, was das von dir verlangt, wenn du es nicht machst, genauso wie die anderen, oder Fujur, oder du begehst diese Frevelei. Genauso wie wir es heutzutage haben, subhanallah. Hast du keine Freundin? Guck mal, wir haben schon so viele Freundinnen gehabt. Kannst du das nicht auch haben? Was bist du denn für einer? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانِ Wer diese Zeit erreichen sollte, der soll was wählen? Der soll lieber ein Schwächling sein, als dass er ein Freveler ist. Der soll lieber als Schwächling bezeichnet werden, als jemand, der nicht kann. Ja, dann kann ich eben nicht. Ich kann keine Freundin bekommen. Das ist eben so. Kein Problem. Als dass ich jemand bin, der diese Sünden begeht, die für die Gesellschaft normal geworden sind. Und deswegen nochmal ganz wichtig, meine lieben Geschwister. Nur weil sich bestimmte Sünden verbreitet haben, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Sünden harmlos sind. Allah Ta'ala, er berichtet im Koran immer wieder von Völkern, welche bestimmte Dinge zur Normalität gemacht haben, für die sie vernichtet wurden. Zu denen Allah Ta'ala extra was geschickt hat? Extra Propheten gesandt hat, um sie zu warnen. Und die daraufhin von Allah Ta'ala vernichtet wurden, weil sie es immer weiter gemacht haben und nicht auf ihre Propheten gehört haben, weil sie gesagt haben, das ist doch normal, das gehört zum Alltag. Qaum Lut, das Volk von Lut. Sie haben Sachen gemacht, die zur Norm wurden, sodass sie sogar zu Lut gesagt haben, bevorzugst du etwa Frauen gegenüber Männern? Subhanallah, die Norm ist bei ihnen abnormal gewesen, anormal. Die Norm, das was normalerweise ist bei ihnen nicht mehr normal gewesen. Und dementsprechend haben sie Lut alaihi salam Vorwürfe gemacht. Wie kannst du das machen? Was ist los mit dir? Spinnst du? Lässt du einfach die Männer als Mann für Frauen? Sie haben sein Haus gestürmt, als er Gäste hat. Sogar seine eigene Ehefrau war gegen ihn gewesen. Unglaublich. So sehr hat die Gesellschaft Einfluss gehabt auf die Menschen, dass sogar die Frau eines Propheten dadurch beeinflusst gewesen war. Und Allah hat gewusst, was er mit ihnen gemacht hat. Er hat sie vernichtet. Es geht nicht darum, dass ein, zwei Leute diese Sünde begangen haben. Nein, es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft dadurch beeinflusst gewesen war. Ebenfalls andere Völker, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet, dass Shu'aib alaihi salam zu einem Volk geschickt wurde, was immer wieder was gemacht hat. Sie haben immer wieder betrogen. Immer wieder betrogen. Allah schickt einen Propheten. Für uns heutzutage ist Betrug normal geworden. Ganz normal. So, ja, es gehört dazu. Anders geht's gar nicht. Wie soll ich sonst Geld verdienen, wenn ich nicht betrüge? Wie soll ich sonst Geld verdienen, wenn ich nicht betrüge? Machen doch alle. Nur weil das alle machen, bedeutet das noch lange nicht, dass es deswegen richtig ist. Die Wahrheit, sie wird nicht dadurch bestimmt, dass es wenige Menschen machen oder viele Menschen machen, sondern die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit. Wir haben Staaten auf dieser Welt, die von Präsidenten bis zum untersten Beamten korrupt sind. Bedeutet das jetzt, dass Korruption deswegen gut geworden ist, nur weil alle korrupt sind? Wir haben Staaten, wo die Mafia in Südamerika stärker ist als die Polizei. Und wo das ganz normal ist, heißt es deswegen, mafiöse Strukturen etwas Gutes sind? Wir haben Staaten, wo Mord und Totschlag, wie beispielsweise in Südamerika, in einigen Staaten, an der Tagesordnung sind. Wo jeden Tag Menschen ermordet werden. Bedeutet das deswegen, dass das der normale Zustand ist, nur weil es so verbreitet ist? Und genauso auch, wir haben viele Menschen, welche Shisha rauchen, welche Zigaretten rauchen. Bedeutet das deswegen, dass Zigarettenrauchen gesund geworden ist? Nur weil das viele Menschen machen. Also wir sehen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur leider denken viele Menschen heutzutage so. Sie sagen sich, ja, wenn doch alle Sinner machen, wenn alle eine Freundin haben, dann kann es doch gar nicht so schlimm sein. Dann ist es doch auch nicht so schlimm, dass ich das genauso mache. Wenn alle Frauen auf Instagram ihre Schönheit zur Schau stellen und ihre Reize zur Schau stellen, dann kann es doch gar nicht mehr so schlimm sein, wenn das alle machen. Und hier liegt genau das Problem. Das Problem liegt darin, dass wir nicht verstehen, dass Gesellschaften auch vom richtigen Weg, ganze Gesellschaften vom richtigen Weg abkommen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtet darüber, er zeigt auf, es wird diese Zeit kommen. Und all diese Dinge, die wir gerade schon gehört haben, und wir werden noch andere Dinge hören. All diese Dinge, die sehen wir doch heutzutage mit eigenen Augen, die erleben wir doch tagtäglich. Die Menschen hätten sich das damals überhaupt nicht vorstellen können. Und deswegen, eine der Dinge, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, ist, dass die Menschen in der Öffentlichkeit Sinne machen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie es Imam al-Hakim seinem Musnad überliefert, und zwar von Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: La taqumu as-sa'atu hatta la yabqa ala wajhi al-ardi ahadun lillahi fihi haja wa hatta tujad al-mar'atu naharan jiharan tunkahu wasatu at-tariq la yunkiru dhalika ahad. Allahu akbar. Die Stunde wird nicht beginnen, bis es niemanden auf der Erde geben wird, ja, der mit Allah nichts zu tun haben möchte. Keine Beziehung zu Allah. Und bis eine Frau mitten am Tag in aller Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr haben wird, mitten auf dem Weg, und kein interessiert das. Kein interessiert das. Gibt es so etwas? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier spricht von Tunkah, dann muss nicht damit direkt der Geschlechtsakt gemeint sein. Und grundsätzlich, ja, alles, auch vielleicht, wenn es nicht gerade zum Geschlechtsakt kommt. Und sehen wir das nicht heutzutage? Wenn man im Park geht im Sommer, ja, was die Leute machen, mitten auf der Straße, ja, überall an jeder Ecke, findest du Dinge, selbst in der U-Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, findest du Dinge, die du vielleicht vor ein paar Jahrzehnten nicht hättest vorstellen können und an die wir uns schon gewöhnt haben. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi, und vielleicht wird es noch schlimmer, vielleicht wird es ja noch schlimmer, wir wissen es ja nicht. Vielleicht wird es ja wirklich so, dass die Leute mitten auf der Straße Sinner machen werden, weil er so will. Wir wissen es nicht, ja? Vielleicht sind wir noch gar nicht in dieser Zeit. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, und er sagt, wala yughayyiruhu, ja, und er wird das nicht ändern. Fayakunu amthaluhum yawma idhin alladhi yaqul law yukhabbi'uha 'ani at-tariq qalila. Der Beste unter denjenigen am jüngsten Tag, also an jenem Tag, ist derjenige, der sagt: Warum geht ihr nicht ein bisschen an die Seite? Nicht mitten auf der Straße. Ein bisschen an die Seite, nicht mitten auf der Straße. In einer anderen Version heißt es, derjenige, der dann was sagen wird, hat die Stellung von Abu Bakr und Umar ibn Khattab. Hat die Stellung von Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn Khattab, weil es normal geworden ist. Die Leute interessiert das überhaupt nicht mehr. Es gehört zum Alltag. Wala hawla wala quwwata illa billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat also, wie gesagt, ja, beschrieben, was geschehen wird. In einer anderen Überlieferung, die nicht ganz authentisch ist, heißt es, ja, يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. Und es wird dann die schlechten Menschen geben, die übrig bleiben, welche so miteinander sich vermehren werden wie Humor, wie Esel. Also denen alles egal ist. Die mit auf in der Öffentlichkeit diese Fahische begehen und die das überhaupt nicht interessiert. Was lernen wir daraus? Was können wir daraus entnehmen? Was sehr, sehr wichtig ist. Dass wir Muslime einen Auftrag haben. Wir Muslime haben einen Auftrag, weil wir sitzen alle im selben Boot. Wenn eine Gesellschaft den Bach heruntergeht, in der wir leben, dann werden wir alle gemeinsam den Bach heruntergehen. Wenn das Schiff sinkt, auf dem wir uns befinden, dann werden wir mit untergehen. Auch wenn wir vielleicht ganz anders sind und fromm sind. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns ein sehr, sehr betliches Gleichnis gegeben. Und er hat gesagt sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis derjenigen, welche die Grenzen Allahs überschreiten, und derjenigen, welche sie nicht überschreiten, ist wie das eines Bootes. Und zwar sagt er dann, in diesem Boot gibt es Menschen, die unten sind und Menschen, die auf Deck sind. Und diejenigen, die unten im Boot sind, was machen sie? Sie fangen an, ein Loch in den Boden des Bootes zu bohren. Und immer mehr Löcher. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jetzt diejenigen, welche auf sozusagen Deck sind, nicht diejenigen abhalten, welche unter Deck sind, dann werden sie was machen? Dann werden sie alle untergehen. Und wenn sie sie davon abhalten, dann werden sie alle gerettet sein. Und genauso ist es auch, subhanallah, mit der Gesellschaft. Genau dasselbe. Wenn wir als Muslime einfach immer nur zuschauen und sagen, geht uns nichts an, interessiert uns nicht, ja, Hauptsache, ich praktiziere meinen Glauben, dann werde ich gemeinsam mit dieser Gesellschaft untergehen. Weil ich darf eines nicht vergessen, ich lebe hier und ich werde wahrscheinlich auch noch für Generationen hier leben bleiben. Die meisten von uns werden hier wahrscheinlich auch sterben. Es wird immer einige geben, die vielleicht dann auswandern, aber die meisten von uns, was? Sie werden wahrscheinlich auch hier sterben, werden hier Kinder bekommen, die Kinder werden hier aufwachsen. Und dementsprechend habe ich als Muslim eine Aufgabe. Und zwar so gut ich kann, zu versuchen, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen mit meinen Werten, die ich habe. Ich weiß, meine Werte, die ich habe, die sind momentan nicht besonders beliebt. Das weiß ich. Aber das kann sich ändern. Glaubt mir, das kann sich ändern. Gesellschaften verändern sich. Und momentan schon sehr, sehr schnell. Unglaublich schnell. Dinge, die noch vor einigen Jahren verpönt waren, sind heute tolle Sachen. Und Dinge, die vor einigen Jahren noch gut waren, sind heute verpönt. Es gibt so viele Beispiele, die man diesbezüglich erwähnen könnte. So viele Beispiele, die man diesbezüglich erwähnen könnte. Und das zeigt, Gesellschaften können sich verändern. Es ist immer nur die Frage, wie würden sie verändert? Und in der Regel werden sie verändert durch bestimmte Interessengruppen, die bestimmte Interessen haben. Ich meine, es gibt eine sehr, sehr starke Lobby, die wir alle kennen, die LGBTQ, und dann geht es noch weiter, Lobby. Ja? Schaut mal, in wie wenigen Jahren sie es geschafft haben, die gesamte Gesellschaft zu verändern. Dass sie es sogar geschafft haben, eine CDU, eine christdemokratische Union dazu zu bringen, dies als etwas ganz Normales anzusehen und sogar als etwas Positives. Und dass sie sogar einen eigenen Minister gestellt haben, der sich zu dieser Gruppe zählt. Und der offen dazu steht, das wäre damals bei der CDU unmöglich gewesen. Unmöglich gewesen. Und da sehen wir, subhanallah, eine kleine Gruppe von Menschen schafft es, eine gesamte Gesellschaft zu verändern. Und das ist unsere Aufgabe als Muslime. Wir haben einen Sendungsauftrag. Wir können nicht einfach blind zuschauen und sagen, geht uns nichts an und diese Kuffar, ja, nein. Sondern unsere Aufgabe ist es auch, uns positiv in dieser Gesellschaft einzubringen. Auch wenn es erstmal aussichtslos ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. So gut wir können. Und wenn wir es nicht schaffen, die gesamte Gesellschaft zu beeinflussen, dann wenigstens was? Die Menschen, die um uns herum sind. Dann wenigstens die Menschen, die um uns herum sind. Mindestens die Muslime, weil auch viele Muslime fallen darauf rein. Viele Muslime. Und wir wissen, dass es viele Muslime gibt, die genau diese Fahscha begehen. Und die auch teilweise glauben, dass es etwas Normales sei. Und diese Menschen zumindest, die sollten wir erreichen. Dann, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtet weiter. Und er sagt, dass eine Zeit kommen wird, wo sich Frauen verbreiten werden, welche versuchen, durch ihre Reize Männer in die Irre zu führen. Hört euch mal diese Überlieferung an. Wir hatten den ersten Teil der Überlieferung schon erwähnt gehabt, und das sind die Leute mit den Peitschen, hatten wir darüber gesprochen gehabt. Und dann kommt der zweite Teil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet über Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Es gibt zwei Arten von Bewohnern der Hölle, Sunfani min ahlin nari. Lam arahuma, die ich nicht gesehen habe, also die noch kommen werden. Nummer 1, Leute mit Peitschen, die Viehschwänzen ähneln, mit denen sie die Menschen schlagen. Haben wir darüber gesprochen gehabt, Polizeigewalt. Und jetzt Nummer 2, und Frauen, die nackt erscheinen, obwohl sie bekleidet sind. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mumilat Mailat. Was heißt das? Mumilat kommt von dem Verb, und auch Mailat kommt von dem Verb Male. Was heißt Male? Attraktiv, ja. Aber sozusagen Mail ist jemand, der sozusagen versucht, also der von etwas Rechtem abkommt. Von etwas Geradem abkommt. Ma'il. Das ist sozusagen Ma'il. Das ist Ma'il. Also sozusagen schief sein. Also auf den schiefen Weg kommen. Und wenn der Prophet sagt, Mumilat, sie versuchen andere vom rechten Weg abzubringen. Ma'ilat, sie sind selbst vom rechten Weg abgekommen. Hier übersetzt mit, die mit verführerischem Gang laufen oder die sich von der Rechtschaffenheit abwenden und andere in die Irre führen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ru'usuhunne ka'asnimatil bucht. deren Köpfe wie zur Seite geneigte Kamelhöcker aussehen. Diese werden den Paradiesgarten nicht betreten und nicht einmal sein Geruch wird sie erreichen, obwohl er aus einer Entfernung von so und so wahrzunehmen ist. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht hier über was ganz Konkretes. Und zwar, er spricht hier über Frauen, welche versuchen, durch ihre Art und Weise andere in die Irre zu bringen. Also welche versuchen, im Grunde genommen ihre Reize ganz konkret zu nutzen, um den Mann oder das andere Geschlecht vom richtigen Weg abzubringen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht hier über etwas, dass ihre Haare aussehen wie Kamelhöcker. Mit anderen Worten, sie versuchen, ihre Haare so zu schmücken, ja, in einer Art und Weise, dass sie noch attraktiver aussehen, sodass sie dann versuchen, die Menschen dadurch in die Irre zu führen. Was lernen wir daraus? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist auch gerade wichtig für unsere Schwestern. Und zwar, der Islam liebt den Satr. Der Islam liebt die Bedeckung, grundsätzlich. Und wir haben Surat al-Nur, wo Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht und auch aufzeigt, ja, dass die Frauen ihre Reize bedecken sollen. Und sprich zu den gläubigen Frauen. Sie sollen ihre Blicke senken und sie sollen ihre Scham wahren. Vorher hat Allah zu den gläubigen Männern gesprochen, genauso, dasselbe. Nur jetzt kommt noch etwas hinzu. Und sie sollen von ihrer Sine nur das zeigen, was ohnehin zum Vorschein kommt. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie sollen nicht extra ihre Sine, ihren Schmuck zur Schau stellen. In der Öffentlichkeit. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier anspricht. Weil das zu was führen kann? Zu einer Fitne innerhalb der Gesellschaft. Zu einer Fitne innerhalb der Gesellschaft. Und sie sollen ihre Kopftücher nehmen und über ihren Ausschnitt werfen. Und dann zeigt Allah Ta'ala, gegenüber wem sie das zeigen dürfen. Und dann am Ende heißt es, und sie sollen nicht mit ihren Füßen auf dem Boden stampfen, ja, wenn sie zum Beispiel Fußringe tragen, damit man weiß, was sie an Schmuck verbergen unter ihrer Kleidung. Also wir sehen, es gibt grundsätzlich eine Einstellung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das möchte ich allen Schwestern sagen, unabhängig davon, ob die Schwester Kopftuch trägt oder nicht. Kopftuch ist Pflicht, da gibt es gar keine Diskussion, das ist eine andere Frage, darum rede ich gar nicht. Es geht mir um eine Einstellung, die wir haben sollten und die auch gerade eine muslimische Frau haben sollte. Und zwar zu versuchen, dass ich meinen Schmuck in der Öffentlichkeit, so gut ich kann, zu verbergen. Es kann eine Schwester sagen, ja, aber ich schaffe es, kein Kopftuch zu tragen und die Umstände erlauben das nicht. Okay, das ist eine Sache zwischen dir und zwischen anderen. Trotzdem, selbst dann kannst du darauf Acht geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, nur weil ich kein Kopftuch trage, heißt es nicht, dass ich nicht versuchen kann, trotzdem, so gut ich kann, als muslimische Frau, meine Reize zu bedecken. Dann habe ich vielleicht mein Haar nicht bedeckt, aber ich kann versuchen, den Rest meines Körpers, so gut ich kann, zu bedecken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist das, was auch einige vergessen, worum es geht. Und es gibt auch Schwestern, die tragen Kopftuch und sie zeigen trotzdem ihre Reize. Also es geht nicht nur um das Kopftuch, sondern es geht darum, grundsätzlich zu versuchen, so gut ich kann, meine Reize zu bedecken. Und deswegen, es gibt manche Schwestern, sie tragen zwar den Hijab, also im Sinne von der Kopfbedeckung, aber sie zeigen sehr, sehr stark die anderen Reize ihres Körpers. Und auch das ist etwas, worauf eine muslimische Frau Acht geben sollte. Das ist die Grundeinstellung im Koran. Und Allah Ta'ala, was sagt er? Geehrte Schwestern, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Fattaqullaha mastata'tum. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Du schaffst es noch nicht, dein Haar zu bedecken. Dann versuch zumindest die anderen Gebote so gut du kannst zu praktizieren. Keiner wird dir einen Vorwurf machen. Und Alhamdulillah, ja, ich glaube auch noch nie, dass zumindest hier in unseren Gemeinden noch nie dieses Gefühl aufgekommen ist, dass sich jemand ausgeschlossen hat und eine Schwester ausgeschlossen hat, wenn sie kein Kopftuch trägt. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass ich versuche, Allah so gut ich kann, zu fürchten. Wenn ich das eine nicht schaffe, ich fühle mich noch nicht bereit, die Umstände erlauben es nicht, ja, aus welchem Grund auch immer, versuche ich zumindest die anderen Gebote Allahs, so gut ich kann, zu praktizieren. Weil hier kommt dann häufig der Shaitan. Und das ist die Gefahr, wenn beispielsweise eine Schwester ja, dann sich dafür entscheidet, ihr Hijab abzulegen. Die Gefahr ist, der Shaitan kommt und dass dann nicht nur der Hijab, das heißt das Kopftuch, abgelegt wird, sondern häufig dann auch viele andere Dinge abgelegt werden. Und das ist die Gefahr, das sind diese sogenannten Khutwat des Shaitan, die Fußstapfen des Shaitans, der versucht, einen Menschen Schritt für Schritt abzubringen. Genauso auch bei Brüdern. Ja? Er hört mit einer Sache auf und dann kommen alle anderen Sachen dazu. Ja, und bei einer Schwester ist es dann halt sozusagen nochmal etwas anderes. Also ich meine, es gibt unterschiedliche Sünden, welche von den Geschlechtern begangen werden. Ja? Und, oder wo die Geschlechter dann unterschiedliche starke Neigung zu haben. Ja, Männer haben, sage ich mal, andere Sünden, die sie mehr begehen als Frauen. Und Frauen wiederum eine andere Art von Sünden. Und der Shaitan kommt und versucht dann, den Menschen komplett vom richtigen Weg abzubringen. Und deswegen, dieser Hadith zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass ich versuche, als muslimische Frau, weil es sich ja jetzt auch ganz konkret auf die Frauen bezieht, ja, dass ich versuche, darauf Acht zu geben, dass ich auf keinen Fall, ja, zu dieser Gruppe gehöre. Unabhängig davon, ob ich Hijab trage oder ob ich keinen Hijab trage. Ich kenne viele Frauen, auch viele nicht-muslimische Frauen, die tragen keinen Hijab. Aber du hast manchmal das Gefühl, ja, sie kleiden sich unauffälliger als manch eine Frau, die vielleicht sogar Hijab trägt. Und deswegen, geehrte Schwester, achte darauf. Ja, und es ist eine Sache zwischen dir und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala, ja, weil, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau über diese Gruppe von Frauen, die wir heutzutage natürlich sehen, überall gewarnt hat und aufgezeigt hat, dass ihnen der Weg zum Paradies versperrt bleibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, weil sie nämlich dadurch nicht nur sich selbst in die Irre bringen, sondern auch noch andere in die Irre führen. Möge Allah ta'ala uns davor alle bewahren. Amin ya Rabbil Alamin. Ebenfalls eine andere Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, was zu diesem Fahscha und dem Fuhsch gehört, der sich verbreiten wird, die Sittenlosigkeit. Und zwar spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Überlieferungen darüber, dass sich neben Unzucht auch Alkohol und Musikfeste verbreiten werden, in denen Alkohol ausgeschenkt wird und in denen gemeinsam getanzt wird und in denen in jeder Hinsicht die Grenzen Allahs überschritten werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in der authentischen Überlieferung bei Bukhari, ich habe hier auch gleich die Übersetzung, und zwar: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." In meiner Umme wird es Leute geben, die Unzucht, Seide, Wein und Musikinstrumente für erlaubt halten werden. Dieser Hadith, er ist ein Hadith, der auch von den Gelehrten als Haupthadith genommen wird, die sagen, jegliche Form von Musikinstrumenten sind verboten. Ich möchte jetzt noch nicht auf diese Diskussion eingehen, ja, sondern ich möchte erst einmal jetzt auf das eingehen, was der Prophet, was im Vordergrund dieses Hadithes steht. Nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier etwas aufzeigt. Und zwar, es wird eine Zeit kommen, wo die Muslime auf all diese Dinge überhaupt nicht mehr Acht geben werden. Und wo sie ganz klare Verbote, eindeutige Verbote überschreiten werden. Und es gibt jetzt eine weitere Version dieser Überlieferung, und zwar bei Imam al-Hakim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufzeigt, dass es gar nicht nur um diese einzelnen Aspekte geht, weil es gab immer Leute, die Alkohol getrunken haben, auch unter Muslimen, ja? Sondern wo bestimmte Dinge, die eindeutig verboten sind, für erlaubt erklärt haben. Und zwar berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort und er spricht über diese 4 Dinge, ja, Alkohol, Sinna, Musikinstrumente und Wein, aber zeigt auf, dass es gar nicht jetzt explizit um diese einzelnen Dinge geht, sondern vielmehr um das Zusammenkommen dieser Dinge, die dann für halal erklärt werden. Wie beispielsweise Hochzeiten, die wir heutzutage haben unter Muslimen. Wo genau das geschieht. Ich meine, wir haben beim IZDB unten einen Hochzeitssaal. Wenn du manchmal zum Gebet da hochgehst, das ist eine Katastrophe. Du hast das Gefühl wirklich, du bist teilweise irgendwie am falschen Ort gelandet. Ja? Und das sind teilweise muslimische Hochzeiten. Was heißt teilweise? Fast immer muslimische Hochzeiten. Und weißt du, was ist los? Und wir wissen, in vielen muslimischen Hochzeiten wird Alkohol ausgeschenkt. Tragen Frauen Kleider, also die man sich kaum vorstellen kann, wo man lieber gar nichts tragen sollte. Und ja, es wird gemeinsam getanzt und es wird Alkohol ausgeschenkt. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Sinner dann dadurch entsteht. Und wenn du sie dann fragst, sag mal, seid ihr nicht Muslime? Dann heißt es ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ja die Hochzeit. Das muss sein, das ist einmal im Leben. Ja, das ist kein Problem, was spricht denn dagegen? Und genau das haben wir heutzutage. Ja? Sehr verbreitet unter Muslimen. Ich würde mal sogar behaupten, dass die muslimischen Hochzeiten, wo auf bestimmte Dinge geachtet werden, im Vergleich zu den Hochzeiten, wo auf diese Dinge nicht geachtet wird, sehr, sehr gering sind im Verhältnis. Und dass es mehr dieser Hochzeiten gibt heutzutage unter Muslimen, wo Alkohol ausgeschenkt wird, wo gemeinsam getanzt wird, Männer und Frauen halbnackt sind, ja, als dass es Hochzeiten gibt, wo bestimmte moralische Dinge eingehalten werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das beigebracht hat. Ja? Und genau das ist es, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Etwas, was undenkbar war in den früheren Jahrhunderten. Undenkbar. Das war vielleicht nur auf wenige Menschen beschränkt gewesen, vielleicht am Kalifenhof oder der Sultan, weiß ich nicht, was, wenn er mal eine Hochzeit gemacht hat, ja, aber dann wirklich nur am Hof, ja, wo es ja teilweise dann auch Dinge gab, die, ja, die sonst in der Gesellschaft nicht praktiziert wurden. Es war eine kleine Gruppe gewesen, aber heutzutage ist es noch zur Normalität geworden. Es geht teilweise gar nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die wollen gerne eine muslimische Hochzeit, aber die Eltern erlauben das nicht. Die Eltern sind dagegen und sagen, nein, es muss, weiß ich nicht, gemeinsam getanzt werden, es muss Alkohol ausgeschenkt werden. Ja? Und es dann Streitigkeiten gibt, große Streitigkeiten gibt. Weil man sagt, das gehört dazu. Was spricht denn dagegen? Und dafür muss ich mich als Muslim in Acht nehmen. Muss auch ganz klar solche Dinge als Munkar bezeichnen. Und darf ich sagen, ach, das ist nicht so schlimm, es gehört einfach dazu, ist mal ein Tag im Leben. Nein, es ist nicht ein Tag im Leben. Ja, sondern, ja, was verboten ist, ist verboten. Und ich sollte als Muslim dann diese Gebote Allah subhanahu wa ta'ala auch ganz klar einhalten und die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich in keiner Hinsicht überschreiten. Kommen wir vielleicht ganz kurz nun zu der Frage mit den Musikinstrumenten, weil das ja auch der Haupthadith ist, auf den sich die Gelehrten stützen. Das muss man auch sagen, das ist die Mehrheit der Gelehrten, welche sagen, dass Musikinstrumente grundsätzlich mit Ausnahme der Trommel verboten sind. Vielleicht nur ganz kurz, inshallah. Wir werden darüber nochmal, inshallah, einen eigenständigen Vortrag machen, weil es immer wieder diese Frage gibt, ist eigentlich jetzt Musik erlaubt, nicht erlaubt, was ist konkret erlaubt? Ich habe schon öfters mal indirekt darüber gesprochen oder kurz das angesprochen, aber ich werde es noch ganz kurz hier erklären, inshallah. Und zwar sagen sie, hier wird ganz klar gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja, Musikinstrumente erwähnt hat, als etwas, was vorher verboten war und jetzt von einigen Leuten erlaubt wird. Und das ist der ultimative Beleg. Nur, die anderen Gelehrten, sie nehmen diesen Hadith und sagen, nein, es gibt andere Versionen dieses Hadithes, die aufzeigen, was damit gemeint ist, nämlich genau das, was ich gerade angesprochen habe, dass es sich hierbei um solche Hochzeiten handelt, um solche Feiern handelt, ja, wo all diese Dinge zusammenkommen und wo es gar nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam um jede einzelne dieser Sachen geht. Es ist eine lange Diskussion, es gibt noch viele andere Belege und Diskussionen und Debatten diesbezüglich, aber darauf möchte ich jetzt nicht zu sprechen kommen, darum geht es mir jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, ja, dass der Hadith unterschiedlich verstanden werden kann. Tamam. Kommen wir inshallah ta'ala zu etwas weiterem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat und was zur Sittenlosigkeit gehört. Und zwar das falsche Zeugnis. Das falsche Zeugnis, ein Meineid. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat darüber gesprochen, dass sich das sehr, sehr stark ausbreiten wird unter den Muslimen vor dem jüngsten Tag, wo man kein Problem mehr damit hat, einfach zu schwören, sogar vor Gericht zu schwören und das einfach hinnimmt, als wäre etwas Normales. Und das ist eine gewaltige Form von Sittenlosigkeit. Weil was gibt es Schlimmeres, als dass ich einen anderen Menschen Unrecht tue, indem ich bei Allah Ta'ala schwöre und somit sein Recht nehme. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, dass dies zu den größten Kabair überhaupt gehört, zu den größten Todsünden überhaupt. Hört euch mal folgende Überlieferung an. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es von Abu Bakrata, nicht Abu Bakr, sondern Abu Bakrata überliefert wird, wir saßen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Soll ich euch nicht über die größten aller Sünden in Kenntnis setzen? Und sie sagten, ja, o Gesandter Allahs. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es sind drei Dinge. Einmal, Al-Ishraku Billah, die Beigesellung Allahs. Dann, Nummer 2, Und dass ich unverschämt bin gegenüber meinen Eltern. Hier übersetzt als die Pflichtvergessenheit gegenüber den Eltern. Und dann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war angelehnt gewesen und richtete sich auf und sagte daraufhin, wa shahadatu zur, wa qawlu zur. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, und dazu gehören wahrlich die lügenhafte Aussage und das falsche Zeugnis. Die lügenhafte Aussage und das falsche Zeugnis. Und er hat das so oft wiederholt, sallallahu alaihi wasallam, dass die Sahabe gesagt haben zu sich selbst, Leitahu sakat, würde er doch endlich still werden. So schlimm ist die Sache. So schlimm ist die Angelegenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht über das Vergehen, wenn ich mit meinem falschen Schwur einem anderen Menschen sein Recht nehme. Und er nennt dieses Vergehen, wie, weiß jemand, wie man solch einen Schwur nennt? Wie nennt man solch einen Schwur? Wo ich jemandem anderen sein Recht mitnehme. Hat einen bestimmten Namen. Es ist nicht einfach nur Shahadatu Zur, sondern es ist noch schlimmer. Yamin al-Ramus. Ma ma'na Yamin al-Ramus? Was heißt Yamin al-Ramus? Der Prophet nennt es Yamin al-Ramus. Was heißt denn Yamin al-Ramus? Von Ramasa. Was heißt Ramasa? Yurmisu sahibahu fin nar. La ilaha illallah. Das ist ein Schwur, der dazu führt, dass derjenige, der geschworen hat, weil ich habe durch meinen Schwur einem anderen Menschen sein Recht genommen, das, was geschieht, dass derjenige in die Hölle hineingetaucht wird. Yamin al-Ramus. Das ist unglaublich verbreitet, meine lieben Geschwister. Man muss so sehr aufpassen, so sehr aufpassen. Und ich sage mal hier ganz offen, was sehr verbreitet ist, auch unter Muslimen, was ich immer wieder selbst erlebe vor Gericht, wenn ich dolmetsche. Und zwar, dass Leute nur, um ihrem Ehepartner, ihrem Ex-Ehepartner, eins auszuwischen, bereit sind, Lügen zu ersinnen. Um ihn davon abzuhalten, dem Vater beispielsweise, dass er seine Kinder sieht. Oder um der Mutter eins auszuwischen. Lügen, was das Zeug hält. Einfach, um den anderen zu schaden. Und das fällt genau unter diese Kategorie. Es gibt manche Leute, subhanallah, welche bei Ehestreitlichkeiten jegliche Form von Anstand verlieren. Jegliche Form von Anstand. Also wirklich jegliche Form von Moral verlieren. Denen ist alles egal. Hauptsache, ich kann meinem Ex-Partner das Leben schwer machen. Hauptsache, ich kann mich an ihm rächen, egal wie. Und das gilt für Mann und Frau. Ich habe das von beiden Seiten erlebt. Deswegen, meine lieben Geschwister, ja, achtet auf solche Dinge. Erstens, schwör niemals, wenn du dir nicht sicher bist, dass das, worauf du schwörst, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Das ist Nummer eins. Und schwör erst recht nicht, wenn du damit einem anderen Menschen Unrecht tun kannst, weil das zu den größten Sünden gehört. Und Nummer drei, wenn es um einen Menschen geht, der dir nahe steht, wie dein Ehepartner, auch wenn es ein Ex-Ehepartner ist. Was sagt Allah Ta'ala? Wie soll man umgehen mit jemandem, von dem man sich scheiden lassen möchte? Allah Ta'ala sagt, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. So haltet sie im Guten fest, eure Frauen, oder lasst sie in Güte gehen. Das ist das, was Allah Ta'ala sagt und nicht, dass ich den anderen bekämpfe und versuche, ihn eins auszuwischen, ihm die Kinder wegzunehmen, mich an ihm zu rächen, ja? Und glaube, ich hätte damit etwas Gutes getan. Nein. Damit tust du nur dir selbst Unrecht. Warum? Weil das wird sich auf dich selbst auswirken und es wird sich auf deine Kinder auswirken. Und deswegen müssen wir uns davor so sehr in Acht nehmen. Das sind die Dinge gewesen, die zu diesem Themenkomplex gehören, der Sittenlosigkeit. Die Hadithe, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber spricht. Nächste Woche, bi'iznillahi azza wa jal, kommen wir zu dem nächsten Themenkomplex. Und zwar den werden wir vielleicht auch eventuell auf zwei Teile aufteilen, weil es da etwas mehr Überlieferung gibt. Und zwar, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Veränderung der Gesellschaft vor dem jüngsten Tag spricht. Über die Veränderung der Gesellschaft vor dem jüngsten Tag. Teilweise ganz neutral, ohne das als etwas Schlechtes darzustellen. Und uns nur aufzuzeigen, es wird sich vieles verändern vor dem jüngsten Tag. Und vieles von dem, was der Prophet erwähnt hat, das erleben wir, unsere Generation, zum allerersten Mal. Aber dazu nächste Woche dann mehr, inshallah.